Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Deponia. Wir waren hier, an was auch immer das hier ist. Kette. Alles klar. What the fuck? Und hoch in den Schacht. Wie geht das denn? Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Was haben wir denn im Koffer? Das Proviant. Ne, das Proviant ist richtig, oder? Und die Zahnbürste nimmt er dann nicht raus, okay? Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Cool. Zahnräder. Ein gut geöltes Getriebe. Luke. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Eine hat Zange? Hat irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Oh Mann. So, Zahnräder. Warte, können wir irgendwas in die Zahnräder schmeißen vielleicht, dass das stoppt? Wartungsraum? Okay. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay, dann warte mal. Nehmen wir das Proviant. So, und dann vielleicht mit dem Sockenpaar irgendwie... Ach, Klappe. Ja! Aber wenn es jetzt zugeht, können wir wieder mit die Klappe öffnen. Yes! Und damit können wir jetzt bestimmt mit so einer Zange die Luke öffnen. Tatsächlich. Oh, was ist das denn? Wer ist das denn? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Yeah, also hoch in die Luke. Linker Hebel, mittlerer Hebel, rechter Hebel. Der blaue ist für das Blaue. Ach so, da kommt da Müll raus wahrscheinlich. Dann der linke Hebel. Aha! Nehmt das! Nein! Nicht! Ah. Was ist das? Ah. Hä? Ah. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Was Idiot! Nicht? Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los! Werft ihn über Bord! What the fuck? Das war doch gar nicht der falsche Hebel. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, zap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Alles klar. Piu. Jetzt ist er flink. Jetzt ist er flinker als ein Vogel. Toll. Sind wir wirklich wieder an der gleichen Aua. Stelle wie... Ach du Scheiße. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BAM. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Okay. Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Trupptür? Trucktür. Toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch.
Na toll. Die Karre. Okay. Windschutzscheibe? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Ah, okay, der heißt... Okay. Motorhaube. Was haben wir hier? Ein Stier. Warum? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Okay, schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Okay, zum Dorfkern. Was haben wir hier? Da kommen wir nicht runter. Und im Inventar haben wir nichts. Okay, dann los geht's. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Fragt sich wohl warum. Was ist denn hier los? Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also, stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Sogar mit einem Drachen. Hebel? Eine Wartenummer? Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. 66. Sonst haben wir hier, doch, Magnete. Einfach klauen. Und die Bilder bleiben dort trotzdem hängen. Alles klar. Missek. Wo ist das Mädchen jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Ich verschwinde. Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Um Uhr? Lotti? Lotti? Ernsthaft? Hallo, Lotti! Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin! Prinzessin Wunderbar? Ihr liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Schon. Und schon wollen wir alle helfen. Flätzchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Alter. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer kommt. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. In der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich aufbeworben. Wenzel? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Ausnahmen!
Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Alter. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Ich kann nicht mehr aufhören zu lachen, Alter. Das Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Die liebe Lotti, Alter. Alter. Auch in der Sitzungssaal. Cool. Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Okay. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Weitere Untersuchungen müsste sie nachts sein. Aber keines von meinen Medikamenten sprengt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Alter, was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Dankeschön. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Okay, sonst gibt's hier nichts. Innensaal? Doch, stimmt hier irgendwas? Wo führt er hin? Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Alles klar. Sonst, ja, zum Rathaus wieder. Schauen wir mal, ob unsere Nummer gezogen wurde. Lotti? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Okay, ich verschwinde. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Okay. Zum Dorfkern. Was passiert eigentlich, wenn ich nochmal einen Hebel drücke? Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich.
Rennen, glaube ich. Okay. Okay. Ins Rathaus. Zu Tonis Laden. Zu Tonis Hütte. In Wenzels Haus. Ich würde mal sagen, einfach der Reihe nach. Zuerst mal in die Gasse. Ach, der Hanek. Ach ja, das ist das mit dem Tunnel. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Rufus. Genau. Das mit dem Sprengpaar, ist das drüben dein Papagei? Genau. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Bis bald. Rufus. Genau. Alter, was? Alter. Was macht ihr dann? Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Okay. Papagei? Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar verstaubt, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Okay, und hier geht's zur Notfallstation. Gehen wir mal zuerst in die Kneipe. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und... Schrauben. Lass Schrauben. Gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Alle so nett hier. Okay. Ein Schild. Okay, zur Gasse zurück. Hier war doch irgendwas. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Hundertprozentig. Dartpfeil. Okay. Das wär's dann wieder gewesen, so schnell. So, immer hier. Zur Notfallstation, da waren wir noch nicht. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Genau. Denkt denn niemand mit? Das könnte passieren. Hast vollkommen recht. Was soll das? Ah, warte. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Keine Ahnung, wer das gewesen ist. Wer macht denn sowas? Ein Hahn des Wassertanks? Wohin fließt das? Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Okay. Zum Dorfzentrum wieder. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt zu Tonis Laden. Zu Tonis Laden. Bin mal gespannt, was sie jetzt sagt. Also wenn sie da arbeitet. Aber das Dorf ist relativ klein, muss ich sagen. Klitzekleines Dorf. Hä? Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich.
Okay. Jetzt. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Auf jeden Fall. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Oh. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Okay. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay. Was haben wir denn hier alles? Hä? Coupons? Hey, stopp mal. Aha. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Ja! Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck. Ich muss meditieren. Meditier, Toni. Einatmen, ausatmen. Jetzt sieht sie vielleicht nicht hin. Finger weg. Scheiße. Ist ja gut. Ah, autsch. Ey! Aua! Guck mal! Ah, jetzt dürfen wir den Apothekenschrank. Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Nein. Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Genau. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Bam. Dankeschön. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Okay. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Okay. Hier ist wirklich nur Kram. Mm,
irgendwas in die Mühle reintun. Haben wir was? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hoffe ich natürlich, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Play Deponia. Bis dann.